Der Countdown zum G20-Gipfel läuft. Hamburg probt für den Ernstfall. Die Polizei hat eine Hubschrauberübung über der Außenalster gemacht, an der auch US-Helikopter beteiligt sind. Polizeisprecher Timo Zill über die Evakuierungsaktion. Ja, wir haben ja im Vorwege deutlich gemacht, dass wir uns auf verschiedene Szenarien vorbereiten müssen. Dazu kann auch gehören, einen Staatsgast, eine Delegation eben zu evakuieren. Wir hoffen natürlich, dass dieses Szenario nie eintritt. Das machen wir jetzt zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Heute war eben die Luftvariante dran und deswegen haben wir heute der amerikanischen Delegation gegeben, die Möglichkeit gegeben, eben einfach mal die Luftverhältnisse auszuprobieren, die Topografie kennenzulernen, hier im Bereich Schwanenbeek einfach mal zu landen und dann wieder aufzusteigen. Der erste Einsatz für die sogenannten Bananenhelis wird am Donnerstag sein. Dann sollen die Hubschrauber bei der Landung des Präsidentenjets Air Force One den Luftraum sichern. Anschließend den Flug zum Gästehaus des Senats bzw. dem Konsulat, wo sich Trump mit Kanzlerin Angela Merkel trifft. Freitag und Samstag werden sie die Kolonne mit den zwei Präsidentenlimousinen zwischen Gästehaus, Messe und Elbphilharmonie als Eingreiftruppe aus der Luft begleiten. An Bord ist Platz für insgesamt 55 schwer bewaffnete Kämpfer.